Auch wenn es ein weiter Weg ist, aber das ist es mir wert. Ach, scheiße, schon wieder hier durch. Plätze, komm. Sehr gut. Guter Junge. Wow. Zwei Stück. Bäh. Aber ich sehe niemanden. Scheiße. Die Arme. Da unten sind sie ja schon. Probier jetzt mal was. Etwas, das ich schon lange nicht mehr probiert habe. Oh. Ciao! Ich dachte, vielleicht probiere ich es mal. Naja. Also, Puh, was haben wir denn hier noch irgendwas zu tun oder. Ne. Nein, oh. Ja, Waldenser, genau. Tanz mit dem Teufel. Das. Oh, drei Uschitzer, genau. Das war. Ja, okay. Ja, dann machen wir doch die Quest noch. Oh. Na komm, gehen wir nach Uschi. Schnellreise. Jawohl. Plätze, dann reiten wir mal. Was ist denn jetzt los? Was zum. Alte Leier. Jemand hat dich beim Stehlen erwischt. Das wird teuer. Du wirst lernen, dass Verbrechen sich nicht lohnen. Pass auf, ich sag dir die Wahrheit. Aber du darfst es keinem verraten. Der Herr von Ratai schickte mich auf geheime Mission. Und dafür muss ich manchmal das Gesetz beugen. Also, ich dachte, ich hatte ja keine Ahnung. Wenn das so ist, darfst du gehen. Ja, da. Ich habe gerade gesehen, ich habe ja noch keine Rüstung an. Stopp. Nee. Ja. Ja. Aber. Gut. So. Bis zum.
Da war eine Strohpuppe, lol. Ich reite durch den Wald. Und springe. Oh, wer ist das da? Wer sind sie? Was ist das für eine komische Gestalt? Wanderer? Okay. Ist noch weit bis zu dieser... Oh ja, ist es. Okay. Hallo? Oh! Ein Hase! Ja, alles interessant. Da muss ich hier oben durch, okay. Wow. Könnte die Wilhelm Tell-Schlucht sein. Das habe ich... Ja, das fehlt. Eine Armbrust habe ich noch nicht im Spiel gesehen. Gab es die damals schon? Müsste es eigentlich. Aha, hier lebt also diese Hexe. Glück und Gesundheit, Heinrich. Ich glaube, hier war ich sogar schon mal. Lol. Stimmt, hier war ich schon. Kommt die mir nach? Ja. Dann heißt es jetzt wieder mal Schlösser knacken. Tastatur. Rezept für Hexenmedenwatt. Lesen wir doch mal. Oh, sehr gut. So, Hexe. Grüß dich, Heinrich. Ja, Der Pfarrer schickt mich. Es heißt, du stiftest Weiber zu Hexenwerk an. Ich? Hexenwerk? Das ist nichts als Klatsch. Tja, Du weißt, dass man Hexen lebendigen Leibes verbrennt? Ich will keinen Ärger. Ich sag dir alles. Ich hab was richtig Dummes getan. Es plagt mich so, dass ich kein Auge zubekomme. Soll ich etwa glauben, dass eine alte Hexe das Gewissen plagt? Du weißt sicher, dass ich nicht bloß mit Kräutern, sondern auch mit Salben und Tränken handel. Aber da gibt's was, wo es mich reut, es verkauft zu haben. Siehst du? Vera, Slata und Christa aus Uschitze wollten Flugsalbe von mir. Hab erst abgelehnt, doch dann habe ich mich breitschlagen lassen. Was ist denn das für eine Salbe? Die enthüllt uns eine Welt, die uns sonst verborgen bleibt. Das Gewöhnliche verliert seinen Sinn. Die Blumen sprechen zu dir und die Erde tut sich auf. Weiß nicht, ob sie vom Teufel oder vom Allmächtigen stammt, aber Macht hat sie. Aber sie kann jeden vergiften, der nicht weiß, wie man sie handzuhaben hat. All das Geschwätz von Hexen, die sich damit einreiben und dann auf Besen zu ihrem Sabbat fliegen, kommt von... Die Salbe kann einen dazu treiben. War töricht von mir, den blöden Gänsen die Salbe zu geben. Könnten sich ja schließlich vergiften oder bei einer Vision von der nächsten Klippe segeln. Gibst du mir das Rezept für die Salbe? Da sind Tollkirsche und Teufelsbeere drin. Ziemlich giftig. Solltest dir also besser zweimal überlegen, damit Schindluder zu treiben. Ach ich. Warum hast du ihnen die Salbe überhaupt gegeben? Bin zu weichherzig. Weißt du, eins der Mädchen, Vera, hat seine Familie ins Kreuz verloren. Und auch Slatas Mann ist tot. Die jüngste von ihnen, Christa,
hatte eine Fehlgeburt von all dem Grauen. Noch scheiße. Sie meinten, sie wollten mit den Toten reden und sie bitten beim Herrn, ein gutes Wort einzulegen. Ich weiß, wie das ist. Aber das bringt ihnen nichts als den Tauchstuhl und den Scheiterhaufen. Richte nicht, wenn du nicht willst gerichtet werden. Ich wollte ihnen die Salbe nicht geben. Aber da sie einen Haufen Groschen boten, habe ich ihre Verzweiflung erkannt und ihr Flehen erhört. Ihr Flehen oder das Klimpern ihrer Münzen? Wieso bist du plötzlich in Sorge um sie? Woher der Sinneswandel? Hat mir den Schlaf geraubt. Erstens wissen die Weiber gar nicht, was sie da treiben. Und außerdem könnte man's als Hexerei auffassen. Und weißt du, was man mit Hexen macht? Bei lebendigem Leib verbrennen. Genau. Also wundere dich nicht, dass ich mich sorge. Vorher hat es dich doch auch nicht gestört. Wofür wollten sie die Salbe? Alle haben sie kürzlich einen geliebten Menschen verloren. Das wiegt schwer. Sie wollten zu den Toten sprechen. Ich habe genug gehört. Falls du genug gehört hast, musst du verstehen, wieso ich deine Hilfe brauche. Finde heraus, was die Frauen vorhaben und wache über sie. Schütze sie. In Ordnung. Aber nur, weil der Pfarrer mich drum gebeten hat. Tausend Dank. Ich gehe zum Pfaffen und erkläre dem alles. Kümmer du dich um die Frauen. Okay. Also so wie das klang, ist es einfach mit dem hier öffnen, bla bla, hört sich das irgendwie nach einer Droge und ziemlich starken. Kleine Tannenbäume. Ja, genau in den Busch. Ja, und... Ah, wirf mich plötzlich... Was ist das denn? Ja, lol. So, Frauenzimmer, wo seid ihr? Okay, will's gar nicht wissen. Was zur Hölle war das? Das war ich. Das könnte... voll in den Misthaufen. Ist das eine? Heinrich. Nein, schön, ist dass nicht. Du da bist. Macht die da? Macht nichts, okay. Mit dir, Heinrich. Ja. Viel Glück und Gesundheit, Heinrich. Danke, dir auch. Was sind denn die... die sind ja... plötzlich hast du dich befreien können. Sehr schön. Der Vikar noch da? Der Vikar ist noch da. Okay. Hier nur sein. Ah, da. Das ist die Jüngste. Zlata. Ich habe etwas über Flugsalbe gehört. Wirklich? Das ist nicht die Junge. Ich wüsste gerne von wem. Und was geht's dich überhaupt an? Das Kräuterweib schickt mich. Gertrude? Was will sie? Mehr Geld? Nein.
Es geht nicht ums Geld. Sie ist besorgt um eure Gesundheit. Die Salbe kann gefährlich sein. Und ich soll für sie sicherstellen, dass ihr damit kein Schindluder treibt. Sie hat so etwas erwähnt, aber warum sollte es so schlimm sein? Wenn sie sich sorgt, soll sie zur Geisterstunde an der Kreuzung zu uns stoßen. Aber ansonsten kein Wort zu irgendwem. Hä? Ah, Gott, ein Mächtiger. Reden wir mal noch mit den anderen. B und A. Wer ist hier? Vera, ich glaube, das ist die Jüngste. Ich habe etwas über eine Flugsalbe gehört, die ihr vom Kräuterweib haben sollt. Und das hast du wo gehört? Und was scherzt dich überhaupt? Das Kräuterweib schickt mich. Gertrude? Was will die? Haben wir ihr nicht genug gezahlt? Darum geht es nicht. Sie sorgt sich um euch. Die Salbe birgt Gefahr und sie will sicher gehen, dass ihr keine Dummheiten anstellt. Deine Sorge ehrt dich. Aber wir sind erwachsen, alt genug, um unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Was wir in der Nacht in den Wäldern treiben, geht niemanden was an. Okay. Was tust du da? Nix. Ah, komm schon, Plätze! Nein! Auf zu, A muss ich, glaube ich, noch hin. Hoppala. Ist hier links. Vorne. Willkommen, Heinrich. Lista. Ich habe da etwas von einer Flugsalbe läuten hören. Was? Wer hat dir das erzählt? Stellt etwa einer Fragen? Nein. Gertrude schickt mich. Und was will sie? Will sie der Salbe nachträglich was hinzufügen? Ja, genau. Nein. Sie macht sich Sorgen, was ihr damit vorhabt. Das Zeug ist ziemlich gefährlich. Was ich gehört habe, reicht schon für den Scheiterhaufen. Der Schei... Wirklich? Wenn jemand Hexenwerk wie Flugsalbe kauft, was soll ich da denken, wofür die ist? Ich rate einmal wild drauf los. Für Hexerei. Und Hexen verbrennt man. Wir tun nichts Böses. Wir gehen nachts allein in den Wald, schaden keinem. Mehr sage ich dazu nicht. Du drehst mir bloß das Wort im Mund um. Okay. Okay, dann reisen wir doch mal hier hin. Hündchen? Ja, genau. Wie sieht's mit Essen aus? Kann ich... Zwei Brezel vertragen. So. Nein, aber... Oh. Ja, plötzlich bist ein bisschen aufgespießt. Nee. Ja, also die sind hier. Dann verstecke ich mich doch mal hier. Und warten, bis es Nacht wird. Ah.
Ja, ja. Oh, ich glaube, die sind gerade auf dem Weg. Energie nur noch 79, das ist nicht gerade gut. Oh, das ist noch. No. Kommen die genau auf mich zu, oder was? Die erste. Das sind die anderen zwei, okay, alles klar. Bogen rausnehmen und Schuss! Das war vielleicht. Die warten alle da. Überhaupt nicht. Aber wir sollten die Salbe jetzt auftragen. Es dauert, bis sie wirkt. Wo genau kommt die hin? Naja, du weißt schon, ich ziere mich. Mit dem Teufel zu falschen ist in Ordnung. Aber bei Salbe auf deiner Fu ziehst du die Grenze? Naja, aber nicht lügen. Ich bin mir nicht sicher. Keine Sorge. Unzählige Weiber vor uns haben es versucht. Was, wenn es klappt? Was, wenn er erscheint? Aber das wollen wir doch, oder? Gehen wir. Wow, meine Rüstung klappert und klappert. Ist irgendwo ein Hase. Ah, das stört mich gerade. Wo gehen die hin? Okay, alles klar. War das?
Mann, die gehen aber weit. Oh, immer noch. Warte, da ist doch so eine Art. Hä? Da brennt ja schon Feuer, oder? Oh Mist, oh Mist, oh Mist. Was zum... Hä? Jetzt gehen sie wieder zurück, oder was? Okay, also es war irgendwo, Moment. Hier, yeah. Okay. Mach mal einen Marker. Die gehen wieder zurück. Was ist denn jetzt? Hä? Ja, lol, die gehen wirklich zurück. Ja, hä? Ich bin doch denen keine Ahnung. Vielleicht war ich nicht genau nah genug dran oder so. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo ich hin muss. Ja, ja, okay, alles klar. Dann gehen wir schlafen. Da tut mir leid. Mieten wir nochmal ein Zimmer für eine Nacht, kauf noch Essen. Ja. Möge Gott dich behüten, Heinrich. Josef. Wie geht es dir, Heinrich? Bett? Mit Bett weiß ich ja schon, was ist. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Ja, ja. Kann ich hier schlafen? Natürlich. Für wie lange? Gegrüßt, Heinrich. Eine Nacht. Nur die eine Nacht. Gut. Bezahlung. Ja, ja. Hier dein Geld. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Nahrung, nochmal Brezel, noch ein Brötchen. Oh. Käse, Meerrettich, Milch, ja. Ein Räucherwürstchen und ein Speck. Handel abschließen. Ja. Gehen wir schlafen. Ja, Speck zum Nachtessen. Ja, Speck zum Nachtessen. Lecker. Da, mal richtig ausschlafen.
9 Uhr am Morgen. Oh, das tut dem Heinrich auch mal gut. Und dann gehen wir schon mal in den Wald, essen was und warten da. Ah, das hat ihm gut getan. Das glaube ich jetzt sehr. So, hat sich auch gespeichert. Ja, sehr schön. Schönes Wetter. If Sigismund attacks, they can't hold. We have to prepare for the worst. You have courage, but you need training, arms, a horse. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. I finally have the feeling we're doing something worthwhile. We're helping to save the king. Instead of saving his drunken majesty, I'd rather find that horse who murdered my parents, get the sword back from him, and skewer him with it. Come for those horse hunters to pay for what they did to us.